Liebe Menschlein, seid ihr auch schon gespannt? Der Tod des Toxic Gods rückt näher. Und auch wenn meine Erschöpfung steigt, das will ich noch machen. Fokus können wir erklären. Ja, natürlich. Allerdings, achso, ich werde hier schon. Ja, wir sind uns ja einig, dass wir den Custodian ernennen. Achso, ich bin in Galactic Law, weil ich hier so einen Typen dingen muss. Gib mir meine Flotte. Kostet was? Oh, die Flotte ist ja Schrott. Wo ist denn der andere? Wo ist eine rote Flotte? Hat der die geheiert? Sibulam Horde. So, wie gehen die im Krieg? Nee. Wer seid ihr? Ach, das ist der Khan. Oh, lustig. Wusstet ihr noch, wo ich letzte Runde gesagt habe, das ist nicht mein Problem? Es ist mein Problem. So, wir müssen auf jeden Fall mal ein Construction Ship nach hier hinten schicken. Ja, aber ich will jetzt den Toxic God killen. Sind alle da? Flotte 1, einsatzbereit. 2, einsatzbereit. 3, einsatzbereit. 4, einsatzbereit. Mir folgen sogar. Oh nein, mir folgen die ganzen Vasallenflotten, weil ich Take Point bin, glaube ich. Okay. 1, 2, 3, 4. Ja, tun sie tatsächlich. Na gut, dann gehen wir mal rüber und machen wir auf Slow, Stop. We are not welcome. God is testing us, würde ich auch sagen. Er schießt sogar schon irgendwelche Artikel. Kann ich ihn inspekten? Nee. Na gut, dann, Oh, er hat auch einen langen Laser. Da kommen unsere kleinen. Aber er hat auch irgendwelche Point Defense. Nein, er hat auch. Sieht auch aus wie, kleine Schifflein. Die Schwärme, die hier auskommen. Ja, Construction ist complete. komplett umzingelt. Construction Kannst complete. nicht fliehen, du kannst nicht fliehen, du kannst nicht fliehen. Was? Okay, das finde ich spannend. Okay, das wird jetzt schon dramatisch dargestellt, dass die Knights die Order lieben, aber ich meine, ich habe was? 7 Knights? Aber ich bekomme einen Kolossus. That can toxify worlds. Oh, toxic gods, smite our enemies. Da ist er. Wo ist er? Wie gehe ich hier in den Zoom-Modus? Ah. Okay. Spannend. Spannendes Konstrukt. Wie setze ich meine Kamera zurück? Pause 1? Nee. Ah. Wir wollen. Müssen mal hier hin und den das miten.
Wir müssen den Toxi... Ach nee, warte mal, eine Flotte. Die erste Flotte sollte den Toxikgott beschützen. Und der sollte mal hier hinspringen. Genau. Jetzt bin ich gerade gespannt, ob der andere mitspringt. Ja, Preparing Jump, okay. So, Toxic God. Achso, er muss erstmal hier. Ist nicht mal auch mal mein Planet? Seuhu Kumulia. Ist mir egal. Toxic bei den Planeten. Achso, wir sind auf Slow. Erste Flotte, nimm mal ein bisschen Abstand. Ich will das sehen. Okay, was ist mit der Wellenlinie passiert? Passiert das diesen Aliens, was uns passiert ist? Wow, in dem Moment. Ah. Ja, hier, Planet Toxified. Es ist the awesome stream. Um a vibrant ecosystem in a noxious world. Okay. Der ist jetzt Schrott, der Planet, oder? Oder kann man Toxic Worlds. Okay. Und das ist unser eigenes Colossus-Projekt. Oder können wir den World Cracker oder Divine Enforcer nehmen? Wir nehmen natürlich Divine Enforcer, weil wir Bully sind. Okay, gleich nochmal. War lustig. Zack. Was will der Schrott? Priest Evasion, Firing Red, ach ja, irgendwas. So, und jetzt haben wir die Ute Homeworld entdeckt. Das gibt uns 3 Milliarden Ressourcen. Ist sehr gut weg. Mercenary Enclave. Achso, nee, da oben. Nicht unseres. Ups. Advanced Shield Hardener. Ah ja. Und Climate Restoration. So, erlaubt das Ecologically das Devastated Worlds. Okay, vielleicht kann man. Noxious Worlds. Müsste es nicht. Gibt es nicht einen Expansion Planner irgendwo? Ah, hier. Ah ja, wir haben ganz viel gefunden, weil da die Jut wohnen. 0%. Tomb Worlds, Tomb Worlds, Baron, Tomb, 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 Tomb. Baron, Frozen. Frozen. Ne, ich sehe keine Toxic World. Wenn ich jetzt in irgend so ein System reingehe, mal kurz. Ich weiß nicht, wie lange wir suchen, bis wir dann doch, ha, bis wir eine Toxic World finden. Können nicht terraformen, nee. Also die ist einfach für immer Schrott, wenn wir das machen. Den Planeten, der ist dann. Was ist das hier für ein Planet? Hier wohnen 20 Einwohner. Die haben da ein bisschen militärische Garnison. Sie haben hier ein bisschen Gebäude gebaut. Naja. Hat ihnen nicht geholfen. Cool. So, Flotte 1, beschützt den da. Du da, rück vor und du laserst. Ach, das ist jetzt hier schon. Ist ja schon erobert, das ist ja langweilig. Hier ist ja nichts. Dann jumpen wir jetzt dahin. Und das ist das Problem an Jump Drive. Wir sind jetzt einfach hier reingesprungen und der verliert jetzt seinen Planeten für immer. Unseren Planeten. Aber naja, das weiß ich nicht. So, ist die Flotte in Position? Fast. Toxic God, das ist cool. Haben sie die Planeten grau? Barren World. Meine Güte, ja, was hast du denn? Ist mir egal. Potentially heavy. Warum ist es grau?
0% muss ich die terraformen oder was? Scheint. Oh ja, wir sind jetzt der Custodian der Galaxie, der Verteidiger. Das heißt, genau, wir haben jetzt hier unseren eigenen, unser eigenes Abbild. Veto-Kosten gehen runter, Veto-Cooldown geht runter, Emergency-Measure-Cooldown geht runter. Wir haben die following Power. Senat Voting Sessions can be prematurely ended after half the duration. Freeze a resolution. Galactic Focus can be changed without having purpose. Propose a resolution. So, und wir können jetzt nämlich genau den Fokus hier einstellen. Fokus ist der große Kahn. Und das war hier links erstmal so ein Dingens, aber ist jetzt nicht mehr so wichtig. So, the Great Khan is a true crisis. We must unite and defeat the menace. Habe ich jetzt gesagt. Und jetzt wollen wir mal ein bisschen an meinen Powers arbeiten. Custodianship. Term Limit. Und zwar, ja, perpetuell. Wir wollen perpetuell dienen. Und das ist so wichtig, dass wir das Emergency machen. Und natürlich joinen wir die Leute rein. Und wir forschen noch irgendwas. Ist das Survey hier fertig? Ja, Starbase bauen. Und ist das Toxify hier fertig? Na los, mach mal ein bisschen hin hier. Und den Planeten hat's gelasert. Okay, Toxic God, deine Mission geht weiter. Wie wär's mit... Hier ist ein Planet, weg damit. So, Civilian Jobs brauche ich jetzt nicht mehr. Fate of the Order. Ah ja, The End of an Age, das ist es wirklich. Ich glaube, das ist auch The End of this Game. Wir haben unsere Mission erfüllt. Das ist jetzt Kriegsführung im Endgame. Ich glaube, die Andeutung war genug. Das machen wir irgendwann anders mal ordentlich. Auch mit den Jut und so. Es gibt viele Sachen, über die bin ich jetzt einfach rübergeschwommen. Und Wirtschaft war auch nur so halb. Es war wirklich mein erstes Game. Ich habe kein Testgame vorher gemacht. Aber das ist jetzt wirklich das Ende des Zeitalters. Schauen wir mal, was hier mit unseren Dingens passiert. Jetzt sind es bloß noch drei. Aktualisieren hier. Noch, ja. Lord Commander hat gesagt, ihr dürft gehen. Ja, insofern, man könnte dieses Spiel jetzt zu Ende spielen. Allerdings allein Punkte Victory in leider erst 200 Jahren würde ich wahrscheinlich gewinnen. Ich brauche bloß noch 3000 Punkte, die beiden hier wachsen nicht in Punkten. Insofern ist das easy. Wir könnten jetzt auch noch durch die Galaxie gehen und einfach die anderen töten. Ich bin Custodian. Ich könnte... Hier oben, Galaxie. Wir kommen letztendlich, wenn ich perpetuell Custodian bin und ich glaube ein bisschen Mobilisierung mache, dann kann ich, wo ist es denn? Ich glaube, man kann es noch gar nicht sehen, aber dann kann ich irgendwann das Imperium ausrufen und mich zum Herrscher der Galaxis erklären, ne? Bei den Senat. Insofern, das könnte man alles machen, das könnte man auch wann anders machen. Ja, insofern würde ich sagen, es war ein cooles Playthrough, hat Spaß gemacht, den Toxic God zu finden. Toxic God, also man kriegt einen Kolossus, wenn man das macht. Wir haben immer maximale Ressourcen da reingepackt. Also, ja, viel früher wird es wahrscheinlich nicht gehen. Es war noch keine Quest von wegen Reise hierhin, tue dies. Man kann sich ein bisschen besser vorbereiten auf die Boni, die es gibt. Man könnte jetzt natürlich noch die anderen Antworten erforschen. Da gab es ja viele Choices, die wir getroffen haben. Auch wie man mit den Vitus umgeht. Vor allen Dingen, was mit denen ist, wenn man nicht psionisch ist. Was ist zum Beispiel, wenn man eine Robo-Fraktion ist und nach dem Gott sucht. Ja, vieles zu erkunden. Könnt ihr euch auch selber gerne angucken. Spielt es gerne mal im Sale und die DLCs. Naja, die häufen sich leider.
Gut, soweit dann ein Blick. Ich bin bestimmt nochmal, ich habe nämlich noch Lust, ich habe noch andere Ideen, andere alte Ideen, die ich wieder erkunden will, andere neue Ideen. Und ja, bleibt gespannt. Bis zum nächsten Mal, Menschleins. Macht's gut.